Ich habe eine gebrauchte GoPro-Fernbedienung gekauft und wollte die dann mit meiner Kamera verbinden. Ich habe dann erst die Anleitung von GoPro benutzt, die hat aber leider nicht funktioniert. Aber mit ein bisschen Suchen im Internet bin ich dann auf die Lösung gekommen, die eigentlich ganz einfach ist. Zuerst aber einmal kurz zu dem Fehler, den ich gemacht habe. Laut GoPro drückt man den roten Shutter-Button und den Mode-Button der Fernbedienung und dann sollen sich die beiden Geräte verbinden. Was aber passiert ist, dass nur das Wi-Fi-Symbol auf dem Display erscheint. Die Anleitung von GoPro ist daher nur für das allererste Mal korrekt, also wenn die Fernbedienung neu ist und noch nie mit einer Kamera verbunden war. Wenn man aber eine gebrauchte Fernbedienung hat, muss man das etwas anders machen. Man drückt den roten Shutter-Button und dann den Mode-Button kurz. Ganz wichtig ist jetzt aber, dass man den Shutter-Button gedrückt hält. Und dann, siehe da, der Pairing-Mode wird aktiviert. Jetzt kann man die Kamera wie gewohnt mit der Fernbedienung verbinden. Dazu einfach in das Wi-Fi-Menü gehen, eine neue Fernbedienung hinzufügen und dann dauert es nur wenige Sekunden und die beiden Geräte sind verbunden. So, und nun lässt sich die Kamera auch ganz einfach über die Fernbedienung steuern. Übrigens kann man die Fernbedienung auch während der Aufnahme ausschalten, um Energie zu sparen. Wenn man die Fernbedienung später wieder einschaltet, verbindet sie sich automatisch wieder mit der Kamera. Das ist es schon. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und nun viel Spaß mit der Kamera.